Attacks in 10 turns. Okay, okay, okay. Einmal hier. Einmal hier. Und ihn nach hier. Komm, den müssen wir, den Zombie müssen wir umhauen. 9 HP, nicht schlecht. Taking 2 damage in 1 turn costs 1 extra damage. Okay. ja, komm hier. Der wird nicht so viele blockbare Angriffe haben. Taking 2 damage. Okay, ist bei uns dasselbe. Ach, und ich sag noch, der wird nicht so viele haben. Yay. Komm. Zwei Schaden. Oh oh. Dann machen wir ihm aber gar keinen Schaden. Wir kriegen einen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können doch nicht an einem Zombie sterben. Nein! Zumindest einen aufhalten. Dann ist er runter und dann haben wir jetzt noch Sepp. Zack. Boah, war das knapp. Viel knapper, als ich es wollte. Dafür kriegen wir jetzt aber natürlich hier auch was. Wir nehmen den hier. Gefällt mir zwar alles nicht so sonderlich. Ha, you think I'll miss the zombies? No, he was my last favorite minion. Okay. Es tut mir leid für dich. Wir sind zwar Level 3, aber noch nicht voll equipped. Gegen das Bier-Oil vielleicht. Das könnte jetzt natürlich unser sich als Fehler herausstellen und zu unserem Tod werden hier. Da würde ich gerne rüber noch kommen. Okay. Blocken und schlagen. Immer eine gute Idee. Mindstrike, eine Karte mehr auf der Hand. Nicht blockbar, dann hauen wir ihm gleich zwei rein, einfach weil wir es können. Da würde er einen parieren, aber hier, komm, zwei weg. Und dann gibt's den Zap und dann ist aus. Gut. Oh, 2 HP plus. Aber es ist Wundenschild. Can't be killed unless on 1 HP. Das ist ein geiles Ding. Und oder den Bonehelm. Aber da haben wir noch gar nichts. Darum nehmen wir das hier jetzt mal. Ein Feuerelementar vielleicht mal. Komm, nochmal ein Bier-Oil. So. Und die dahin. Text in 8 Turns. So. Ja. Nee. Keinesfalls. Da hauen wir einfach doppelt zu. Komm, 1 HP. Also kein Verlust sozusagen. Sehr schön. Da schlucken wir jetzt einfach mal den. Ein Feuerschild. Und Zabutsk. Flamelash. Sehr geil. Ah, sehr geil. Okay, Warhorn. Dafür würden wir das Ding aufgeben. Oh, der ist natürlich auch ziemlich gut. Aber wir haben noch den Bonehelm. Mit dem Fokus. Und der Arcane Barrage. Und dann das Wooden Shield wieder. Ist natürlich auch geil. Komm,
Bone Helmet. Ich finde den Buff hier ziemlich cool, nämlich. Und wir bekommen ja noch was. Eine Bone Armor, die uns einen HP dazu gibt. Mhm. Hier bekommen wir gerade die Barrikade bekommen. Aber da würden wir noch das Holy Seal und Smite bekommen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Block one of any, ja. Ich bin gerade. Holy Seal, das ist natürlich auch geil, aber drei so ohne. Ach komm. Wahrscheinlich entscheide ich mich gleich wieder andersrum. Hierhin. Hauen wir uns noch eine Bier-Oil hierhin. Irgendwie. Hier. Boah, Bier-Oil ist simply dreadful. Und ja, man hat auch unterschiedliche Sachen mal bekommt. Aber das ist halt schon cool. Man kann das nicht killen, wenn wir hier irgendwo sind. So mit einem Bam, sondern nur halt so. Ja, nee. Da können wir nichts gegen machen, außer attackieren. Komm. Wenn uns die wahrscheinlich abnehmen würde. Sparkle, Sparkle. Den blocken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt ja eine bessere Karte. Fokus. Und zapp. Bootsk. Okay, da haben wir wieder das Ding. Dafür, ja, das haben wir jetzt alle schon. Ah, ich weiß nicht. Aber da kriegen wir nur die Arikane Barrikade. Barrage. Hier würden wir nichts verlieren. Wir bekommen nur was. Aber da ist doch, wir haben doch da was, irgendwas in der Hand. Ah, okay, warte mal. Blade Crush 1 und Crush 1. Und hier bekommen wir Blade 1 und Crush 2. Das heißt, wir nehmen das Mace auf jeden Fall. Ich verstehe. Minions, bring me more towels. 6 Turns. Ah, komm, noch eine Bier-Oil. Ich meine, es ist zwar immer gefährlich, gegen was zu kämpfen hier jetzt, aber weil wir eigentlich ganz gut equipped sind. Ich würde gerne mal einen Feuer-Imp oder so nehmen. Da haben wir es eh nicht aufhalten können. Zackig, knackig, zwei rein. Ja, komm. Na, was hast du dir so gedacht? So. Nee. So nicht. Zapp. Ah, ist auch nicht schlecht. Wir verlieren zwar die beiden, bekommen aber das. Den hatten wir auch schon mal. Der ist halt fast noch besser immer, finde ich. Ich meine, der Flame Lash, der bringt uns zwar auch einiges. Wie er gerade schon gesehen hat. Und der Fokus ist natürlich auch gut. Plus one on next magic attack. Plus one HP draw card. Ist natürlich auch geil, aber hier kriegen wir halt jede Menge Karten, die uns unsere HP aufwerten. Ah, so. 5 Turns. Okay, ich will nochmal gegen ein Feuerelementar kämpfen. Ready, place a Fire Elementary here. Yeah, Fire Elementary.
Fire Elemental. So. Okay, wir brennen. Das ist eher ungut. Blocken, zuschlagen. Nicht blockbar. Da machen wir kurz einen Prozess mit dem Feuer Elementar. Jetzt verliert es noch eins. Jawohl. Und das heißt, das wäre nächste Runde schon down. Ja, komm. Bist eh schon weg. Wie du dich selber auch verbrennst. Okay. Oh, 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 oh. Ist natürlich auch geil. Das haben wir schon, das haben wir schon. Aber das ist natürlich auch ein richtig gutes Ding. Ah, ich mag den Buff so. Ich finde den Buff richtig gut, weil da kriegt man quasi nochmal eine Chance. Wenn man nicht gerade auf 1 HP runter ist. Aber hier würden wir 1 HP mehr bekommen. Flame Lash und Ignite. Und Ignite ist halt auch ein richtig geiler Skill. Weil ein plus 1 in jeder Runde. Ah, ich bin mir nicht sicher. Nein, komm. Just take some gold. Das machen wir nochmal gegen den Bandito eine Runde. Einfach um zu gucken, ob wir da nicht noch was Gutes bekommen. Massive Gem, nur die Secondus indeed. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Dein Voice Pads und einem komischen Ding da drauf. Ein Strike. Komm. Wir holen uns gleich mal ein HP mehr. Head Blow. Dann hauen wir ihm direkt 2 rein. Weil er uns jetzt eine Karte wegnehmen wird. Ja. 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 Alter Schwede. 2 weg. Er hat ganz gute Damage-Karten drauf. Minus 1 HP if in a dead end. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. So. Aber wir gewinnen. Gegen den Bandito. Und haben noch die Auswahl auf einen Speer, den wir bisher auch noch nicht hatten. Das ist natürlich auch gut. Swift. Haben wir schon. Na, komm, just give me some gold. 3 Turns noch. And turn. Massive Gen, simply Vulgar. So, wir werden jetzt dem Kerl hier nur noch quasi entgegengehen. Weil er uns ja wohl anscheinend gleich angreifen wird. Almost right now. I'm coming for you next turn. Hoffe ich doch. Ah, hier lang. So. Ein Turn. Schau doch mal, was kommt. Wish finally dry. Now I'm going to get you. Vielleicht hätte man mehr bekommen, wenn man ihn. Okay. Doesn't get level 1 or 2 cards. Top Card of Deck ist fest. Alter Schwätzki. Boah, ist der Hardcore. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Boah, ist der Hardcore drauf, der Kerl. Fireblast. Bam, bam, bam. So, okay. 3 gegen 4. Wir können hier einen abwehren. Okay, wir können nicht sterben mit dem. Wenn wir ihm jetzt das machen lassen, dann haben wir wieder 1 HP quasi. Er bekommt einen abgezogen und wir könnten in der nächsten Runde ein bisschen Glück haben. Oh, 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 wir haben leider kein Glück. Wir haben kein Glück. Wir haben gar kein Glück. Fuyu, Embo! Fuyu! Ich habe ja auf einen Zap oder sowas gehofft. Aber das war's jetzt. Wir sind auch tot.
Nun ja. Ach so, doch, Lauren. War ganz gut, so. Hier. Ja, es war schwer, sag ich mal. Vor allem hier kommt keine Level 1 oder 2 Karten, ist natürlich ziemlich gut. Ja, genau. Wir gehen noch einmal. Eine Runde geht, glaube ich, noch. Und wir versuchen es nochmal, allerdings diesmal mit hier mit dem Wuscher. Und schauen wir mal, was das hier macht quasi. Lisa. Oh, you Lisa. Oh, you Lisa. Hör dich mal nicht so auf, Embro. Ah, okay, wenn wir eine Attacke komplett blocken, bekommen wir ein HP. Das ist natürlich auch geil. Oi. Unblockbar. Ah, okay, Incoming Physical Damage steht jetzt zu. Das heißt, wenn wir jetzt den hier blocken, müsste er einen Schaden bekommen. Sehr gut. Oh, jetzt ist... Oh, was jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Irgendwie ist gerade der Bildschirm schwarz geworden kurz und meine Maus hat gehangen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Nein, die Aufnahme läuft nicht mehr. Wir werden hier kurz anhalten. So, willkommen zurück. Ich hoffe, das hat alles geklappt, wie es sollte. Und wir können jetzt weitermachen mit unserer Reise. Da erhalten wir ein bisschen was dazu. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Wir nehmen mal den hier mit. Embro will uns immer noch in 12 Runden angreifen. Ah, hier. 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 Ach so, verflucht. Ich wollte noch einen Gegner setzen. Ah. Na gut, dann setzen wir halt jetzt einen Gegner hier, ein Massive Gem hier und den Weg nach da oben, so. Ein Feuer-Imp. Komm her. Kann man nicht blocken, dann hauen wir drauf. Den können wir allerdings blocken. Wir warten aber noch ein Ründchen. Und hauen lieber den raus. Dann hauen wir nochmal drauf, weil er gerade nichts macht. Da blocken wir einen. Und es sollte ihm ja minus 1 HP geben. Ach nee, wenn alle geblockt werden, genau. So. Wir brauchen was, das blockt. Eigentlich. Nehmen wir nochmal das Lederbuch. Aha, Stufe 3. Nee, lieber nicht, mein Freund. Nee, nee, so haben wir nicht gewettet. Send me that.